Hallo ihr Lieben, ich bin die Sarah und ich freue mich hier total, aber richtig total, euch endlich mal ein neues Video zu zeigen. Mein erstes neues Video. Und ich will ja schon so lange anfangen, aber habe mich irgendwie immer nicht so wirklich getraut, obwohl ich eigentlich in dem Bereich arbeite, habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, YouTube, ist das was für mich, ist das nicht für mich? Und im Endeffekt kann man eigentlich daraus nur Leuten zeigen, wie man es selber macht, wie man es gelernt bekommen hat. Und hoffe, dass ich auch nur 1% Bereicherung sein kann. Das, was ich euch zeigen werde, ist in meinem ersten Video quasi mein Basis-Make-up. Das bedeutet, das ist das, was ich so mache, wenn ich jetzt nicht großartig gucken will, ich mache jetzt ein bisschen mehr Farbe, ich mache jetzt ein bisschen mehr, sondern wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt nur mal eine gewisse Zeit mit den Basisprodukten und da weiß ich, da sieht es immer aus und das geht halt schnell, da muss ich jetzt nicht viel Können für haben, sondern das geht schon. Und wie ihr auch auf dem Video sehen werdet, ist halt, oder wie ihr auch schon jetzt seht, ist halt nicht so viel mit Lidschatten, sondern wirklich nur Natürlichkeit raus ab, damit nicht so viel experimentieren, sondern wenig Zeit und gucken, dass es schnell geht. Ich wollte mich schon mal vorher entschuldigen, dass die Produkte ein bisschen teurer sind als das, was man so sonst kennt. Aber ich denke mal, das kommt bei mir daher, dass ich in dem Bereich arbeite und somit kann ich euch mal zeigen, wie es ist, wenn die Produkte etwas hochwertiger sind. Also das bedeutet nicht unbedingt, dass sie besser sind, bitte nicht falsch verstehen. Das bedeutet einfach nur, dass es eventuell etwas mehr gefallen könnte, eventuell mal das ein oder andere dabei ist, wo man sagt, okay, dafür spare ich jetzt ein bisschen und habt es dann. Wichtig sind auch immer wieder Produkte wie zum Beispiel Sachen, Make-up, Primer, sage ich euch offen, die wirklich an die Haut kommen. Da ist es eigentlich gar nicht übel, dass es ein bisschen hochwertiger ist, weil das sind wirklich Sachen und man ist nie zu jung, um ein Make-up zu benutzen, was die Haut nicht austrocknet, ein Make-up zu benutzen, was eine gewisse Ebenmäßigkeit hat. Ganze unbedingt muss ich euch noch sagen, bevor ich es vergesse, ja. Leute, ich habe überhaupt keine Ahnung von YouTube. Das bedeutet, ich bin absolut auch nie der Typ gewesen, der irgendwie großartig mit Facebook oder Social Media viel gemacht hat. Also ihr werdet auch oft sehen, es wird euch garantiert auffallen, dass ich da komplett jungfräulich bin und mich wahrscheinlich so langsam rantasten werde. Falls es mal nicht so reibungslos klappt oder falls ihr immer denkt, oh wow, warum steht sie zu nah an der Kamera oder warum ist sie so ein bisschen weiter weg oder wieso kann ich es nicht wirklich erkennen. Das sind wirklich, das ist das erste Mal für mich. Ich habe mich mega angestrengt, dass das Licht richtig ist, dass ihr irgendetwas erkennen könnt, also schon einiges bewegt. So, jetzt guckt euch gerne das Video an und ich hoffe, es gefällt euch und ihr könnt auch das ein oder andere ausprobieren und habt auch Spaß beim Zugucken. Eure Sarah. Also, als erstes fange ich an mit meinem Primer. 72 Stunden Hydration bedeutet Feuchtigkeit. Ich liebe diesen Primer, weil er auch gleichzeitig eine Pflege ist. Also man meint echt, er bereitet mein Gesicht komplett auf das, was kommt, noch vor. Also ein sehr ebenmäßiges Gefühl. Komplett auf dem ganzen Gesicht verteilen. Als nächstes folgt mein Make-up, das Touche Éclat, auch von Yves Saint Laurent in der 50 Beige. Also das ist 50 BR, also Beige und Rosé. Den nehme ich natürlich mit der Hand. Ich könnte es auch mit einem Pinsel machen, doch ich bevorzuge die Hand, da danach noch das Puder kommt. Ich liebe ihn, also er riecht super toll, er macht einen total ebenmäßigen, seidigen Finish. Als nächstes folgt mein Eye Primer, das ist der von Benefit. Der heißt Lemon, also super, super schön. Den verteile ich unten komplett, natürlich aber auch auf dem Augenlid. Total tolles Produkt, hält euer gesamtes Augen-Make-up sehr, sehr lange. Danach folgt mein Concealer von Laura Mercier. Bei mir ist es die 3,5.
Der hat einen super hohen Coverage, also bedeutet eine sehr hohe Deckkraft. Den verteile ich komplett mit dem Pinsel, mit der Hand eindrücken, mit der Körperwärme. Ich liebe diesen Concealer absolut, super deckend. Als nächstes folgt mein Puder, der ist von Sensai, das ist das Finish Puder. Der ist in der Farbe TF 204. Ich verteile ihn komplett auf meinem Gesicht. Das Besondere an diesem mega geilen Puder ist, er macht einen Seidenfinish. Also, das ist das beste Puder, was ich je hatte, und ihr könnt mir glauben, ich hätte einige. Als nächstes folgt mein Augenbrauenstift. Der ist von DM, von Max Factor. Er ist mega, mega schön. Ich habe noch keinen gefunden, der so gut von der Farbe zu meinen Augenbrauen passt. Dann folgt von BU die Nummer 6. Das ist auch ein Augenbrauen-Contouring-Stift. Mit dem mache ich meine kompletten Konturen klar. Damit hält es auch super lange. Also den muss man wirklich auswaschen. Ich liebe diesen Stift. Einfach nur toll. Als nächstes könnt ihr einfach nehmen, was ihr wollt, aber das ist halt ein Augenbrauenpuder. Da braucht ihr halt ein paar Augenbrauenfarben. Für mich sind es einmal ein etwas dunklerer, ein etwas heller, beige, aschbraun. Ja, das ist aschbraun, auch für gerade blonde Menschen sehr gut gedacht. Danach von Benefit, mein Eyebrow Corrector ist das. Mit dem ziehe ich komplett meine Konturen von meinem Augenbrauen nach. Somit korrigiere ich die Form und male sie so aus, dass sie perfekt aussehen. Absolut toller Stift. Also super einfach zu handeln. Kann ich nur weiterempfehlen. Ich habe bisher noch keinen anderen gehabt, also keinen anderen benutzt quasi. Komplett ausbessern. Und nochmal mit dem Puder natürlich ausbessern die weißen Stellen. Das ist super wichtig, damit es gleichmäßig aussehen kann. Als nächstes folgt auch von Benefit ein Augenbrauenfüller. Also das ist quasi, damit die kleinen Löchlein gefüllt werden und die Augenbrauen auch absolut mega lange halten können. Also auch ein dickes Like dafür, dass der so toll ist, ja. Und als nächstes folgt was ganz Besonderes. Das ist ein Bronzing Powder von Guerlain Terracotta. Ich habe den in der 3. Ich nehme den mit einem festen Pinsel. Das ist sehr, sehr wichtig, dass der Pinsel sehr fest ist. In meinem Fall ist das der von Dior. Den könnt ihr komplett ausmalen. Also wie beim Contouring nehme ich den an die Stellen, die dunkel sein sollen. Und darauf kommt natürlich mein Lieblingsrouge von Yves Saint Laurent. Das ist das Heroin, heißt die Farbe, macht absolut süchtig. Love it. Der hat auch ein bisschen Shimmering in sich, also somit highlightet er sowieso schon von Natur aus. Den natürlich gleichmäßig verteilen auf die Apfelbäckchen. Dann folgt von MAC das Hush, das ist ein Highlighter Basic, den auch wieder da verteilen, wo ihr den Highlighter haben möchtet. Im besten Fall natürlich über den Wangen. Und dann mit Benefits Highlighter könnt ihr ganz darüber gehen. Das ist der goldene bei mir, aber mittlerweile gibt es andere, die nachgekommen sind. Tolles Produkt, wieder hin, also wieder, immer wieder, denn ich habe einige ausprobiert, mega. Und dann gehe ich nochmal mit der hellen Stelle von dem Augenbrauen, von meinem Augenbrauen, von meinem Augenbrauen-Make-up nochmal über meine Augen. Die weiße Stelle soll nochmal alles sauber machen. Und dann von Calvin Klein den Stift für die Augen, Kajalstift. Da gibt es eine helle und eine dunkle Stelle. Die helle für die Innenaugenseite. Und das Dunkle für die Augen, für das bewegliche Lid. Natürlich so gut wie ihr könnt nochmal drüber gehen, komplett über die Augen machen. Das ist so das Basic, nicht? Und dann von MAC das Pure Flash für die Augen nochmal nehmen. Mit einem ebenfalls am besten festen Pinsel für die Augen. Und damit übers komplette Lid gehen, damit es diesen mega Goldeffekt hat.
Und dann von Yves Saint Laurent den Augenstift, am besten waterproof, unter die Augen. Dann habt ihr nochmal einen blauen Highlighter, auch wenn es relativ normal bleibt. Dann dazu noch den Eye Mascara Primer für einen mega, mega Augenflash. Für die Wimperntusche nehmt unbedingt unter die Wimperntusche und als nächstes dann natürlich passend zu dem Augenprimer von Lancôme die neue Mascara auch von Yves Saint Laurent. Die hat mich zurzeit echt geflasht. Super dramatisch black, super, super toll. Natürliche Bürste. Ein paar Mal müsst ihr es schichten und dann habt ihr halt diesen Fächereffekt, den ich ja immer so sehr liebe. Als letztes auch von Yves Saint Laurent diesen Candy Shear Lippenstift in der Farbe 4 habe ich den. Insgesamt ein sehr natürliches Candlelight-Ergebnis. Probiert es aus, habt Spaß dabei. Ich hoffe, es gefällt euch. Et voilà!